Also, ihr werdet nach diesem Clip hier ein 10-minütiges Video sehen oder 9-minütiges, das werde ich anhängen. Da habe ich schon gestern Morgen drüber gesprochen, wie das mit dem Fasten ausgesehen hat und aussehen wird. Ich habe jetzt das Fasten gebrochen. Also ich hatte einfach da schon Lust drüber zu reden, sage ich mal. Wir haben jetzt am nächsten Tag den Morgen, ich bin gerade aufgewacht, 4:30 Uhr. Und ja, habe jetzt 5 Tage halt ohne Nahrung und ohne Wasser gefastet. Und ja, ich hatte jetzt im Video erzählt, warum ich jetzt nach den 5 Tagen aufgehört habe, obwohl es hätte eigentlich noch weitergehen können, theoretisch. Ich hatte Umzugsarbeiten standen an. Ich habe mit meinem Vater so 4 Meter, nee, 3 Meter lange Spanplatten und Gipsplatten jeweils richtig schwer waren. So 20 Stück in den ersten Stock getragen. Und das hätte ich mit dem Trockenfasten, hätte ich mich doch zu schwach für gefühlt, um das zu machen. Und ja, den Grund habe ich ja eigentlich auch schon genannt, das werdet ihr dann gleich im Clip sehen. Und es gab halt noch einen Grund, ich wollte es nur berichten, dass ich halt jetzt wirklich das Fasten auch gebrochen hatte. Und zwar 4 Stunden, bevor der 5. Tag zu Ende war, weil um 18 Uhr sind wir hier losgefahren. Da musste ich vorher, und um 20:30 Uhr hatte ich das Fasten ursprünglich angefangen. Und ja, dann habe ich halt um 16:30 Uhr circa das Fasten gebrochen, da habe ich da schon mal einen Obstsaft, aber auch schon Gemüsesaft zu mir genommen, zu mir nehmen konnte, damit das halt zeitlich gepasst hat. Ich muss sagen, es hat auch ziemlich gut funktioniert. Also mein Kreislauf war zwar nicht vorhanden, sage ich mal so, aber trotzdem war ich noch deutlich leistungsfähiger als mein Vater beim Hochtragen. Also sowas wie aus Puste kommen kannte ich da überhaupt nicht und Anstrengungen überhaupt nicht, Schwitzen überhaupt nicht. Und mein Vater nach jeder einzelnen Platte, die wir hochgetragen haben, hat er wirklich da gekeucht und außer Kondition und hat geschwitzt wie Sau und so weiter. Bei mir war halt nur ein Problem, wenn wir die Platten abgesetzt hatten, dass dann plötzlich dieser Druck weg war, also dass man halt plötzlich dieser plötzliche Abfall sozusagen, dann habe ich es halt beim Kreislauf gemerkt, dass ich dann halt ja ein Stück gehen musste, damit mir nicht schwindelig wird insgesamt. Aber es war halt schon deutlich besser, als hätte ich noch weiter gefastet gehabt. Und das geht für mich auf jeden Fall vor, also ich ziehe ja auch mit um und das ist halt wichtig. Und in den nächsten Tagen und Wochen, also Mitte Februar haben wir jetzt gesagt, ist circa, dass wir komplett umgezogen sind. Und ich glaube, in den nächsten Tagen ist erstmal nichts zum helfen, aber in 2 Wochen glaube ich nochmal. Ja, ich habe mit einem Glas Wasser das Fasten gebrochen. Das habe ich eine halbe Stunde lang getrunken. In dem Glas Wasser. Aber die ersten 100 Milliliter, die haben schon sehr positive Effekte gehabt, muss ich sagen. Und hatte mir dann so überlegt, ob ich nicht doch weitermache, weil irgendwie haben die 100 Milliliter mir schon so extrem gut getan und es hat auch richtig schön im Bauchbereich so gegrummelt, so richtig zufrieden, schon von den ersten beiden Schlücken. Ich hatte da Quellwasser mir besorgt, hab dann aber, ich hole das mal kurz, einmal von St. Leonard und einmal das Loretana, aber dann habe ich den Fehler gemacht, weil ich dachte, Quellwasser passt schon. Hier könnt ihr dann die Mineralstoffe sehen, haben wir zum Beispiel Natrium 6, Magnesium 26, Calcium 90. Ja, und dann, ihr werdet gleich sehen, worauf ich hinaus will. Und hier unten, die Kamera leckt ein bisschen. Ich sehe es gerade selber nicht. Calcium haben wir 1,3, also statt 90 war es, glaube ich. Und das ist hier alles im Nuller- oder Einser-Bereich. Also es
Hier sind 100-mal weniger Mineralstoffe drin, deswegen steht hier auch drauf, das leichteste Wasser Europas. Und das stimmt wirklich, das habe ich auch geschmeckt. Also ich habe bei dem St. Leo nahezu, als ich das Glas Wasser getrunken hat, habe ich wirklich gemerkt, irgendwie schmeckt das nicht so geil, muss ich sagen. Und da hätte ich ja auch schon aufhören sollen, habe es aber nicht gecheckt, beziehungsweise nicht dran gedacht, dass Wasser ziemlich beerdigend ist wegen ganzen anorganischen Mineralstoffen. Und ich habe es dann auch wirklich gemerkt. Eine halbe Stunde später, also ich lag im Bett, eine halbe Stunde später ist mir der rechte Arm eingeschlafen davon. Also da habe ich mich schon direkt mal wieder ein bisschen beerdigt sozusagen. Beim Fastenbrechen, da muss man sehr aufpassen. Also ich würde empfehlen, dieses Loretana zu nehmen oder halt selbst gefiltertes Wasser. Das wäre so das Beste. Ja, das wollte ich noch kurz dazu erzählen und dann werdet ihr jetzt den anderen Videoclip sehen. Bis dann. Okay, ich mache dann jetzt schon mal ein Video. Moment. Ich habe jetzt fast 5 Tage voll vom Trockenfasten. Also komplett ohne Wasser und Nahrung, 5 Tage. Und gestern beim 4. Tag war es so, dass ich einkaufen gegangen bin am Montag, weil im Netto Bio-Orangen im Angebot waren für 1,50 € pro Kilo und Saftorangen, nicht Bio, für 1 € pro Kilo. Und das passiert ungefähr alle 3 bis 4 Monate mal, dass die Bio-Orangen haben. Und da wollte ich doch gerne mal die sozusagen mitnehmen und war dann halt einkaufen zu Fuß und bin dann mit einem 15-Kilo-Rucksack zurückgelaufen und habe dann auch gemerkt, dass der Körper momentan die Bewegung mit Gewicht besonders nicht gewohnt ist. Also der Hinweg, der hat mir sehr gut getan, so wie spazieren gehen halt ungefähr. Aber es war dann am Rückweg irgendwann doch ziemlich anstrengend und gegen Ende hat diese Form von Anstrengung einfach die Entgiftung zu sehr, sage ich mal, gefördert und habe dann auch gemerkt, dass ich Kopfschmerzen bekommen habe und mir schlecht wurde, ein bisschen zumindest, einfach durch diese Bewegung. Und ja, ich habe auch jeden Tag 1 bis 2 Mal eine halbe Stunde jeweils Krafttraining gemacht und ja, insgesamt aber nur ziemlich leichtes halt, damit ich mich überhaupt bewege. Weil ich habe halt wirklich jetzt ungefähr 4 Monate kein einziges Cardio-Training gemacht und das geht mir am meisten auf den Keks. Das ist eigentlich so die einzige Sache, warum ich langsam keine Lust mehr habe. Also nicht essen, nicht trinken, da habe ich keine Probleme mit. Ich habe immer noch keinen Durst und keinen Hunger, aber ich habe ein extremes Bedürfnis danach, mich zu bewegen, also Cardio-Training zu machen. Und das, also das erfüllt mich eigentlich auch am meisten. Und ja, durch die Anstrengung, insgesamt durch die ungewohnte während des Fastens, habe ich halt schon gemerkt, dass der Körper jetzt ja auch so auch durch die angeregte Entgiftung, dass es halt jetzt mir schwieriger fällt insgesamt. Und ja, das war halt sozusagen ein Fehler. Sozusagen, da war die Gier sozusagen zu groß, diese Früchte zu bekommen. Bio-Früchte, also Orangen sind neben Papaya, also meine Lieblingsfrüchte. Ja. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich dann heute dann wirklich das Fasten breche. Also ich breche im Prinzip das Fasten nicht allgemein, sondern ich breche einfach nur die Tatsache, dass ich halt ohne Wasser faste. Also ich werde, wenn ich dann heute Abend um 20:30 Uhr 5 Tage voll habe, jetzt haben wir 6:30 Uhr morgens, dann ja, werde ich mit Wasser brechen und auch noch die Tatsache, dass ich heute beim Umzug helfen möchte, beziehungsweise auch die Hilfe von Notwendigkeit ist. Es müssen sehr schwere und unhandliche Platten geschleppt werden, so Keramikplatten. Und da hätte ich momentan nicht unbedingt die Energie dazu. Also ich habe nur leichtes Krafttraining immer geschafft und ja, das wird insgesamt noch ja, das geht über leichtes Training hinaus, sage ich mal.
Und das ist halt auch so ein Grund. Dann habe ich halt erstmal die 5 Tage voll. Ich hatte halt überlegt, ob ich 7 Tage halt mache, aber soll halt jetzt im Moment nicht so sein, aber das ist mir auch ziemlich egal. Ich kann immer noch einen Trockenfasten machen. Also ich habe ja jetzt 3 Kaskaden gemacht und das war das erste Mal, dass ich Trockenfasten überhaupt ausprobiert habe. Und die erste Kaskade war 3 Tage, die zweite Kaskade war 4 Tage, dritte halt 5 Tage. Und ich werde halt noch eine Woche mindestens weiter mit Säften fasten. Einfach allein schon, um den Körper halt wieder langsam dran zu gewöhnen, ans Essen und Konsumieren allgemein. Da braucht er 2-mal so lange wie das Fasten selber. Und in der zweiten Woche werde ich vielleicht auch noch mit Säften fasten oder halt schon leicht essen. Das weiß ich noch nicht. Ja, ich wiege jetzt 68 Kilo. Ich merke auch noch, dass ich bestimmt so 8 Kilo Gift in mir drin habe, aber es ist mir im Prinzip ziemlich egal. Ich will jetzt erstmal wieder eine Sportphase machen von mehreren Monaten, wenn nicht ein halbes bis ein Jahr. Und über Sport kann man auch sehr gut entgiften, besonders über Ausdauersport. Und es ist auch ganz gut, mal seine Methoden sozusagen abzuwechseln, auf welchen Wegen man entgiftet, weil das kann auch noch unterschiedliche Wirkungen haben. Und wenn man bei der einen Sache eine Grenze erreicht hat, kann man mit einer anderen Sache dann halt noch weitergehen. Und möchte halt wirklich ziemlich gut aufbauen, auch Wettkämpfe dieses Jahr laufen. Ja, und auch im Krafttraining weiterkommen. Sieht momentan so aus. War eigentlich gar nicht so schlecht für 68 Kilo. Und ich blende euch jetzt auch mal Bilder ein, wie es gestern aussah vom Körper her und auch vorgestern. Da habe ich hier jeweils Bilder gemacht, auch auf Facebook hochgeladen gehabt. Und ich finde es wirklich gar nicht mal so einfach, muskellos zu werden. Also ich ernähre mich jetzt 7 Monate lang konsequent von 1000 bis 1500 Kalorien und bis auf eine zweiwöchige Phase auch komplett roh, alles so zu 98%, sage ich mal, bei Kräutern und Gewürzen, manchmal halt, wenn die halt nicht Rohkost oder solche Dinge. Und ich habe kein bisschen an Kraft verloren und also ich habe jetzt die 70 Kilo auch über Kopf gedrückt geschafft gehabt, kurz vor dem Fasten, beziehungsweise also kurz vor dieser Kaskade, also nach der zweiten Kaskade, wo ich wieder gegessen hatte, habe ich dann aber nicht aufgenommen, werde ich aber noch machen. Also da habe ich nicht an Kraft verloren und wie man auf den Bildern dann noch sehen wird, die Beinmuskulatur, die ist immer noch ziemlich krass. Und das ist eigentlich der Körperpart, den ich am wenigsten von allen trainiert habe, aber trotzdem ist das der am stärksten ausgeprägteste. Das liegt daran, also ich habe den, also Kniebeuge habe ich eigentlich in den letzten 3 Jahren fast gar nicht gemacht. Nur halt entweder ohne Gewicht mit 500 Wiederholungen am Stück oder mit leichtem Gewicht so bis 60 Kilo und dann so 100 Wiederholungen am Stück. Ich habe das Gefühl, dass ich davon auch Masse aufgebaut habe irgendwie, obwohl das so wenig Gewicht ist für meine Verhältnisse. Naja, aber ich habe vor 3 Jahren halt so eine paar monatige Phase gehabt, wo ich extrem trainiert hatte, die Kniebeuge, aber da habe ich so extrem trainiert wie nur sehr wenige Menschen auf diesem Planeten, glaube ich. Da habe ich, ich hatte da gerade angefangen, zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt Kniebeuge zu trainieren und nach 2 Monaten habe ich dann schon mit 120 Kilo 30 Wiederholungen am Stück gemacht. Und das waren sogenannte Atemkniebeuge, wenn man halt nicht mehr konnte. Das war bei mir dann schon nach 15 Wiederholungen so. Dann habe ich einfach ein paar Mal durchgeatmet und immer weitergemacht. Dann sind halt 30 zustande gekommen. Und also man muss da mindestens geisteskrank sein, um das wirklich zu machen. Und ich habe es auch mal im Fitnessstudio gemacht und das ganze Studio hat nach mir geguckt und hat sich total gewundert, was ich da mache und
wie krass ich da einfach trainiere. Und ich habe dann, danach habe ich nicht aufgehört. Ich habe danach 2 Stunden noch andere Sachen trainiert, Cardio gemacht und so weiter. Und Training selber generiert auch Energie. Ja, und dadurch hat der Körper sich das einfach gemerkt und hat jetzt Angst davor, das loszuwerden, weil er wirklich Angst davor hat, dass so eine Situation, so eine Notsituation, wie ich sie da erzeugt habe, nochmal kommen wird. Davor hat der Körper Angst und deswegen will die Muskeln nicht loswerden, obwohl ich die schon seit weiß nicht wie vielen Jahren überhaupt nicht mit schwerem Gewicht trainiere und es auch so wenig esse und Fastenkur mache und so weiter. Also ich kann nur sagen, wenn man das halt richtig durchführt, und das kann ich euch genau sagen, und da werde ich auch noch weitere Videos zu machen, und da gibt es sehr viel Literatur auch zu, dann nimmt man nicht an Kraft ab insgesamt. Ja. Vielleicht werde ich jetzt noch ein Video dranhängen, wo ich dann das Fastenbrechen mache. Ich hatte jetzt einfach schon mal Lust, irgendwie darüber zu reden. Wir haben jetzt 9 Minuten. Ja, okay, belasse ich es mal hierbei. Und ja, sonst habe ich eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Also ich verlinke einfach mal meinen. Ich habe einen Blog zu dem Fasten allgemein, zu meinem Rohkostreinigungsweg, Lichtnahrung und so weiter, habe ich einen Blog verfasst, wo ich da regelmäßig geschrieben hatte, auch mit meinen Fastenversuchen. Und da habe ich jetzt alles Notwendige und Interessante, was ich jetzt bei diesem Fasten erlebt habe, aufgeschrieben. Das muss ich jetzt nicht nochmals erzählen. Das verlinke ich euch einfach, könnt ihr euch dann angucken. Bis dann.